Schönen guten Abend, liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich öffne die Pressekonferenz nach dem Spiel der zweiten Handball-Bundesliga TuS Lübbecke gegen HBW Balingen-Wallstätten. Wir hatten heute 1.485 Zuschauer bei uns in der Merkur-Arena. Endstand 33-27. Ich begrüße die beiden Trainer, zu meiner linken Jens Bürkle und zu meiner rechten den TuS-Trainer Aaron Zirke. Jens, eure schöne Serie ist gerissen. 5 Siege in Folge. Wenn wir uns auf die Torfolge anschauen, ihr wart bis in die zweite Halbzeit immer dran. Habt euch nicht abschütteln lassen, aber dann ist irgendwann musstet ihr dann doch den abreißen lassen. Was ist da passiert? Was hat der TuS da entscheidend besser gemacht als ihr? Erstmal schönen guten Abend und Glückwunsch an den TuS zu einer, glaube ich, sehr, sehr starken Leistung. Sehr, sehr konsequent uns unsere Schwächen auch gezeigt und unsere Fehler auch gnadenlos bestraft. Ja, ich glaube, bis zum 16-14 ist es wirklich eng. Lassen wirklich nicht abreißen, auch wenn der TuS eigentlich immer so ein bisschen den Drücker auf dem Spiel hatte, so hatte ich das Gefühl, und machen dann heute einfach zu viele Fehler selber auch. Schaffen es nicht, die Abwehr in den Griff zu kriegen, bekommen unglaublich viele Tore über den Kreis. Ich glaube, zum Schluss hat Walczak 7 Tore am Kreis gemacht. Janni Maas ist wahrscheinlich der beste Halbrechte dieser Liga, der aus nichts, wie er will, auch Tore schießen kann. Das hat er heute mal wieder bewiesen. Leider zu leicht für uns, haben da ein paar Sachen nicht sauber gelöst und nicht so hundertprozentig klar an die Absprachen gehalten. Und dann haben wir es nicht geschafft, als dann der TuS ins Rennen kam, ihn zu stoppen. Das muss man ehrlich sagen, waren lang dran, haben, glaube ich, da auch in der ersten Halbzeit viele Sachen auch gut gemacht und haben es aber dann nicht geschafft, dieses Flaggschiff, das da angerollt kam oder angefahren kam, dann zu stoppen. Janni mal nicht in den Griff gekriegt, Walczak nicht in den Griff gekriegt, Gegenstöße nicht in den Griff gekriegt. Und damit wird es dann irgendwann schwer, hier zu bestehen. Ich glaube, TuS hat es super geschafft, unsere Kreisläufer heute in den Griff zu halten und schießen nur ein Tor über den Kreis, holen auch wenig 7 Meter raus. Es war bis jetzt in jedem Spiel von uns eine große Stärke und damit haben sie es, glaube ich, verdient, uns auch in der Deutlichkeit zu besiegen. Danke, Jens. Aaron, das war eine Menge Lob für deine Mannschaft. Ich glaube, ein schöner Abend heute, 5. Sieg in Folge. Plötzlich ist man in der Tabelle deutlich weiter oben, Tabellennachbarn besiegt. Ich glaube, das war heute aus Trainersicht eine richtig gute Mannschaftsleistung, oder? Ja, erstmal danke natürlich Jens auch für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, dass wir heute unsere konzentrierteste und beste Saisonleistung abgerufen haben gegen auch einen wirklich guten Gegner. Das muss man auch sagen. Ich denke, dass das, was Jens schon gesagt hat, sie es immer geschafft haben, halt dran zu bleiben, sich nicht am abschütteln lassen. Andersrum sage ich aber auch, waren wir halt so konzentriert, dass wir es nie zugelassen haben, dass sie noch näher rankommen. Und das war das, was, glaube ich, auch wirklich entscheidend war, dass wir heute wirklich einen sehr, sehr großen Siegeswillen gezeigt haben, dass wir wirklich, auch wenn es da mal ein bisschen knapper war, wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten haben. Wir haben auch dann in der Halbzeit noch ein, zwei Sachen angesprochen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein paar Wurffehler weniger gemacht. Wir haben in beiden Halbzeiten jeweils nur einen technischen Fehler, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Dadurch fehlt natürlich dann auch Baling das Konterspiel, wo sie uns vielleicht hätten unter Druck setzen können. Und so haben wir die Sachen, die Stärken von Baling wirklich im Griff gehabt. Jens hat schon gesagt, über den Kreis ging relativ wenig. Da haben wir wirklich sehr, sehr gut in der Abwehr seitlich verschoben. Gute Beinarbeit, gute Armarbeit, auch gegen den 7. Feldspieler, das eigentlich gut verteidigt. Von daher, ja, glaube ich, dass beide Mannschaften gut aufeinander eingestellt waren. Das hat man schon auch gesehen. Aber je länger das Spiel dann dauerte, konnten wir uns dann wirklich mehr und mehr dann auch durchsetzen und uns dann am Ende auch eben absetzen. Und ich denke auch, dass auch die Höhe des Sieges dann auch für uns völlig verdient war und auch in Ordnung geht so. Und ja, ich gebe das Kompliment an die Mannschaft. So weiter. Ich denke mal, so können wir uns jetzt in die Pause verabschieden. Das ist ganz in Ordnung. Die Jungs haben sich jetzt wirklich auch verdient, ein bisschen durchzuatmen. Und weiter geht's. Danke. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Aber vielleicht sagst du mal noch ein Wort zu Marco Bagaric. Ich fand, er hat ein überragendes Spiel gemacht. Das Abwehrchef. Joel sagte auch, der hat so viele Bälle geblockt oder behindert, dass er es im Tor natürlich auch sehr leicht hatte. Vielleicht ein Wort zu Marco, der vielleicht immer ein bisschen unter Wert und gefragt wird nach der Leistung, der Abwehrleistung von Marco Bagaric. Ja, also das
sehe ich genauso, Volker. Marco, wirklich die letzten Spiele mit sehr guten Leistungen da im Defensivverbund. Er nimmt diese Rolle an als Abwehrchef, mehr da auch ja, seinen Nebenspieler zu führen, ihnen die Sicherheit zu geben. Ja, das ist das, was wir im Vorfeld gesagt hatten, dass dieses Zusammenbauen einer neuen Abwehr immer etwas Zeit braucht. Aber ich glaube, man sieht jetzt, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und da spielt Marco eine sehr wichtige Rolle. Und die füllt da mehr und mehr immer besser aus. Und von daher ist es schön, dass es dann auch dem einen oder anderen dann auffällt, dass sowas auch mal Erwähnung findet. Denn das ist dann auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Abwehr ist da unsere Base. Daraus holen wir uns die Sicherheit für vorne. Daraus holen wir uns die Sicherheit mit den Kontertoren. Und das ist dann schon wirklich ja, von Marco halt eben eine sehr, sehr gute Leistung gewesen auch heute. Gibt es weitere Fragen an die Coaches? Ist offenbar nicht der Fall. Wir haben ein Parallelergebnis. TV Emstetten schlägt den TV Großwallstadt 34-25. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen, Jens, eine gute Heimfahrt. Habt einen langen Weg für euch. Gute weitere Saison. Wünsche ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf nächste Woche Freitag. Das Derby, TuS in Lübbecke gegen GWD Minden. Für einen guten Zweck, Benefizspiel und die Kreisauswahl gegen die DHB Allstars. Und wir freuen uns, dass wir unseren Trainer auch nochmal in Aktion sehen. Dankeschön, schönes Wochenende.